wir haben vor, dass wir mal dich als Person ein bisschen vorstellen. Nachdem du ja mein Chef bist, ist es einfach, habe ich ein bisschen recherchiert, sozusagen deine Geschichte. Du kommst sozusagen aus der Steiermark, du hast maturiert 97, bist wesentlich jünger als ich, ja, und hast dann die Höhere Bundeslehranstalt und Forschungsanstalt für Landwirtschaft in Raumberg Guppenstein besucht. Hast dann 2003 Agrarökonomie an der Universität für Bodenkultur in Wien studiert und das abgeschlossen. Bist aber dann relativ schnell sozusagen in den ÖVP-Club gewechselt, warst dann ÖVP-Clubsekretär im Nationalrat und warst zuständig dort für Umwelt, Landwirtschaft und Konsumentenschutz, bevor du dann 2013 unter Karl-Heinz Kopf Büroleiter im Club geworden bist und dort auch für Medien zuständig warst. Dann später hast du gewechselt als André Rupprechter, Bundesminister für Land, Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft wurde, in das Ministerium, bist dort Kabinettschef geworden und stellvertretender Generalsekretär. Und mit der Angelobung der Bundesregierung Kurz hast du dann gewechselt in das Digitalisierungs- und Ministerium für Wirtschaftsstandort bei der Margarete Schramböck, warst dort Kabinettschef und Generalsekretär und bist seit der Übergangsregierung nun wieder Kabinettschef bei der Bundesministerin Udolf Strobel. Also eine sehr schillernde sozusagen Laufbahn. Gibt es von deiner Seite noch irgendwas zu ergänzen? Habe ich jetzt irgendwas vergessen, was Wesentliches? Ja. Jetzt möchten wir ein bisschen auf deinen privaten Teil eingehen. Deine Wurzeln sind sozusagen in der Steiermark. Was gibt es von deiner Seite noch an Verbindung in die Steiermark? Was verbindet dich noch mit deinem Geburtsort? Bist doch schon sehr lange jetzt in Wien. Ja, lieber Roland, vielen Dank für die Einbegleitung, meine Damen und Herren, Damen sind eh da, ja. Herzlichen Dank für die Einladung, dass ich heute mit euch gemeinsam diesen späten Nachmittag verbringen darf. Es ist eine große Ehre, im Landtagssitzungssaal zu sein, war ich noch gar nie. Hier zumindest zugeschaut habe ich schon ein paar Mal. Aber du hast mich gefragt, Roland, wo sind noch meine Wurzeln, um auf das Persönliche ein bisschen zurückzukommen in die Steiermark. Ich habe dort noch meine Familie. Ich bin sehr in engen Kontakt mit meiner Familie, überhaupt mit meinem Zwillingsbruder. Ich habe einen Zwillingsbruder und da ist die Verbindung, ich habe auch eine Schwester, aber wesentlich intensiver, würde ich sagen, zu meinem Zwillingsbruder. Und wir telefonieren fast jeden zweiten Tag. Ist mir schon ganz, ganz wichtig, und auch mit den Eltern Kontakt zu haben. Obwohl meine Familie natürlich in Wien ist. Mhm. Du bist verheiratet, hast auch Kinder. Ich habe zwei kleine Kinder. Mit 2 Jahren und 4 Jahren, 2 liebe Jungs. Meine Frau kommt gleich hier um die Ecke und sie sind mein ganzer Stolz. Ja, das ist eh das Wichtigste. Also ich glaube, das Investment in die Kinder, also meine sind ja schon 30, ja, kann das bestätigen, wenn sie klein sind, sollte man da viel investieren. Du hast auch erwähnt, du hast eine sehr enge Beziehung zu deinem Bruder. Ihr habt auch ein gemeinsames Unternehmen, was ich recherchiert habe. Ein Kleinwasserkraftwerk, kommt es aus deiner sozusagen Nähe zur Landwirtschaft, zur Umwelt, zu diesen Themen heraus? Also ich habe auf der BOKU Agrarökonomie studiert. Mir war immer wichtig, so der naturwissenschaftliche Teil mit dem ökonomischen Teil zu verbinden. Und Landwirtschaft ist ja auch Wirtschaft. Und wir haben uns an den Kopf gesetzt, ein größeres Kleinwasserkraftwerk zu bauen mit allen Höhen und Tiefen, die wir finanztechnisch, arbeitsrechtlich, technisch hatten. Also da haben wir ganz viel Zeit investiert, aber mittlerweile läuft das Ding ganz, ganz gut und soll vor allem auch meinen Bruder unterstützen, zu Hause mehrere Standbeine zu haben, um mit seiner Familie auch für die Zukunft ordentlich wirtschaften zu können. Aber das war eher weniger Hobby, sondern war mit ganz viel Arbeit verbunden. Das wollte ich gerade sagen, also es ist sozusagen viel Arbeit und damit hast du wahrscheinlich auch sozusagen dein Gefühl für unternehmerisches Tätigwerden mitgenommen und kannst du jetzt wahrscheinlich auch sehr gut im Wirtschaftsministerium gebrauchen. Die Agrarökonomie, du hast das schon angesprochen, was hat dich da so
besonders gereizt oder ist das eher, weil du aus dem Umfeld selbst gekommen bist? War das eine logische Folge, dass du in dieser Richtung auch ein Studium machst? Also ich habe schon erwähnt, also mir war immer wichtig die Verknüpfung von Naturwissenschaft mit der Ökonomie. Ich habe auch ganz kurz auf der WU mir ein paar Vorlesungen angeschaut, aber die auch gut waren. Ich habe auch meine Diplomarbeit teilweise da unten geschrieben. Aber die BOKU, das war eigentlich möglicherweise von meinen Wurzeln her der Link, der mich sehr interessiert hat. Ja. Und vor allem ist interessant, was wenige auch wissen, weil heute viel über Digitalisierung gesprochen worden ist. Also die Landtechnik ist, was das Thema Digitalisierung betrifft, schon eine der Vorreiterbranchen. Und das war auch zu meiner Zeit beim Studieren das Technische dort, was die Landtechnik voranbringt. Da gibt es ganz tolle Unternehmer in Österreich. Das war schon ganz, ganz spannend. Also heute redet man ja von Smart Farming und alles Mögliche. Ich glaube, früher hat man das halt noch ganz einfach mit Computerprogrammen gemacht, ja, um das abzuwickeln. Aber ich glaube, da ist die Landwirtschaft, hat natürlich relativ viel Daten und du hast recht, wir haben heute schon ein paar Dinge gehört, die in diese Richtung gegangen sind und künstliche Intelligenz und diese Dinge. Vielleicht noch ein bisschen, du bist dann sehr bald sozusagen in eine politische Funktion übergewechselt. Was hat dich daran so interessiert, gereizt? War das schon in jungen Jahren ein Thema für dich oder bist du da eher durch Zufall dann hineingerutscht, sagen wir mal so? Also es war schon irgendwie absoluter Zufall und war nicht geplant. Ich komme zwar aus einer Bürgermeisterfamilie, mein Großvater war Bürgermeister, mein Papa, ich war einmal ganz kurz Schulsprecher, aber das war schon einmal mit meiner politischen Karriere. Aber nach dem Studium, wie ich fertig war, habe ich zufälligerweise einen Nationalratsabgeordneten getroffen und der hat mich gefragt, ob ich schon einen Job habe. Ich habe gesagt, naja, ein paar Angebote habe ich schon, aber ob ich anfangen will im Parlament. Und so bin ich irgendwie da in den parlamentarischen Bereich reingekommen und ja, man sieht dann auch, dass man in der Nähe dort geblieben ist. Ja, ja, vielleicht noch zu deinem privaten Teil. Gibt es politische Vorbilder, Mentoren, die dich an deinem Weg da begleitet haben oder? Ja, Vorbilder gibt es schon ganz viele. Also ich fange jetzt bei einem mal an, der mich in den letzten Wochen sehr, sehr fasziniert hat. Wir waren ja auch nach diesem schrecklichen Video, Ibiza-Video, auch mit dabei, zu versuchen, wie geht es jetzt weiter. Und ich habe da den ehemaligen Bundeskanzler Kurz sehr bewundert, mit welcher Ruhe, Routine und mit welchem Know-how er das gemacht hat. Also das war wirklich, das war ein großes Kino. Aber es gibt natürlich, in Österreich hat es immer große Politiker gegeben. Für mich natürlich aus meiner Vergangenheit, mir ist Joschi Riegler sehr ans Herz gewachsen, mit dem ich noch immer sehr viel Kontakt habe. Und wenn wir alle jetzt über das Thema Klimaschutz reden, er war es, das ökosoziale Marktwirtschaftsthema, sehr intensiv bearbeitet hat und noch immer tut. Und das war total interessant. Ich war mal bei einer UNO-Versammlung, wo wir über die SDGs, also die Sustainable Development Goals, gesprochen haben. Also das ist eigentlich das Konzept, das aus Österreich kommt. Also Joschi Riegler ist sicher ein großes Vorbild für mich. Sehr gut. Sonstige Persönlichkeiten, die du schätzt, jetzt aus nicht-politischem Umfeld? Es gibt ganz, ganz, ganz viele Persönlichkeiten. Also wenn ich wirklich aus nicht-politischem Umfeld sehr, sehr schätze, sind meine Eltern, muss ich wirklich sagen, weil die haben einen Betrieb, der komplett kaputt war, so aufgestellt, dass er heute ein schöner, prosperierender Betrieb ist. Also ich bin da sehr bescheiden aufgewachsen. Also mir wurde erzählt, die haben 10.000 Schilling monatlich Einkommen gehabt. Also und von dem nichts was zu schaffen, wird mir jetzt immer klarer, wie wichtig, wie gut und wie wertvoll das für meine Ausbildung war. Das ist schön zu hören. Ja, also wenn man die Eltern als Persönlichkeiten so schätzt, dann ist das wirklich eine wirklich sehr wertvolle Sache. Vielleicht noch, um das abzurunden, ein bisschen Lieblingsmusik, Lieblingssport, Hobbys, wo
ordnest du dich da ein mit deinen Schwerpunkten? Also für mich persönlich ist ganz, ganz wichtig, diesen Stress irgendwie abzubauen mit einmal in der Woche Fitnessstudio. Da gibt es ein ganzes Programm, das ich da abarbeite. Das brauche ich. Meine Hobbys sind ein bisschen, wie soll ich sagen, nach hinten gedrängt worden, weil das Arbeitspensum so groß war. Natürlich, ich jede Freizeit für meine Kinder verwende, die ich habe. Aber wenn die ein bisschen größer werden und vielleicht ich ein bisschen mehr Zeit habe, ich bin ein Jäger, vielleicht habe ich dann irgendwann wieder mal Zeit, die anzugehen. Die kommt noch, ja. Also die werden so schnell groß, ja, die kommt noch und dann ist plötzlich die Wohnung, das Haus leer. Ja. Vielleicht jetzt, wenn wir überwechseln zu dem Thema politischer Werdegang. Du hast begonnen im Club, im Parlament, bist du eingestiegen und hast keine der klassischen Funktionärskarrieren durchlaufen. Also das war nicht dein Thema, du hast eh erzählt, also du bist quasi angesprochen und hast sozusagen damit einen Quereinstieg direkt ins Parlament gemacht. War das für dich einfacher, das Vorteile? Wie bewertest du das im Nachhinein, wenn man da so quasi direkt ohne aus einer Parteistruktur und Funktionärskarriere da ins Parlament gleich in den Club einzusteigen? Also es ist schon ein Unterschied, ob man ein Funktionär ist oder ob man eine Managementfunktion hat. Also ich sehe meine Funktion ja eher als eine Managementfunktion. Wenn man ein Funktionär ist, und das trenne ich immer sehr, muss man mit Medien, muss man mit Öffentlichkeit viel tun. Das ist eigentlich der Job Nummer eins und das Manager ist eher im Hintergrund die Dinge vorzubereiten. Also das muss man sich gut überlegen. Für mich hat sich das sehr gut ergeben. Also in die erste Reihe zu gehen, muss jeder für sich persönlich entscheiden. Für mich ist es, wie sich so entwickelt hat, ein sehr, sehr guter Weg. Du bist dann 2013, für mich damals auch sehr überraschend, dass ich konnte vorher noch den André Rupprechter kennenlernen, noch als er beim Europäischen Rat tätig war. Und da hat er zu mir gesagt, also nach Wien möchte er nicht mehr so schnell zurückgehen. Dann plötzlich ist er aber als Minister zurückgerufen worden und du hast sozusagen die Büroleiterrolle im Club durch die Kabinettschefrolle im Ministerium getauscht, bist dann auch stellvertretender Generalsekretär geworden. Wie war dieser Wechsel von einer, sage ich mal, sehr cluborientierten Arbeit, die sehr parteibezogen ist, hin zu einer Verwaltungsmanagementaufgabe, also wenn ich das Wort von dir noch verwenden darf, wie war die Herausforderung da aus deiner Sicht? Also ich kannte das Ressort ja sehr, sehr gut. In den Clubs, in den verschiedenen Parlamentsfraktionen werden ja die Ressorts abgebildet und ich war lange Zeit zuständig für das alte BMLFOW und habe auch mit denen sehr intensiv zusammengearbeitet, was Gesetzesbeschlüsse und betrifft. Also so ist mir das schon bekannt gewesen, wie das Haus funktioniert. Natürlich, wenn man in den Inner Circle dann eintritt, und dann verstehen muss oder sich erarbeiten muss, wie Verwaltung funktioniert, da habe ich natürlich mich ordentlich anstrengen müssen und ich glaube auch eine steile Lernkurve hinter mich gebracht. Also das war schon ein bisschen neu, aber eine schöne Aufgabe. Mhm. Ich meine, du hast ja scheinbar die Herausforderungen geliebt, weil es hat ja nicht lange gedauert, auch der Wechsel jetzt ins Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort war ja ein Komplettwechsel. Also mit der Regierung Kurz hast du ein komplett neues Aufgabenspektrum in ein neues Aufgabenspektrum gewechselt, hast dort wieder die Herausforderung des Kabinettschefs, aber auch gleichzeitig des Generalsekretärs übernommen. Das war eine komplett neue Aufgabe. Reizt dich das, dass du sozusagen auch inhaltlich immer wieder periodisch neue Aufgaben wahrnimmst? Ja, absolut. Ich durfte beim André Rupprechter in den letzten Jahren ein sehr spannendes Projekt betreuen. Es war, einen Masterplan für die ländlichen Regionen zu entwickeln, weil wir so irgendwie alle mitbekommen haben, dass, wenn man hier zum Beispiel ans Waldviertel denkt, dass es Regionen gibt in Österreich, die von Abwanderung bedroht sind und das fokussiert sich alles in den Städten. Also da könnte ich jetzt lange drüber reden, aber ein Ausfluss von dem Thema war, wie können wir denn begegnen, ist das Thema Digitalisierung. Und dort bin ich das erste Mal so richtig mit dem Thema infiziert worden. Das ist ein wunderbares Thema, das
viele Chancen für Österreich bietet und auch für die, vor allem für die ländlichen Regionen. Und was natürlich der Hauptpunkt war, ich habe einen ganz, ganz tollen Menschen kennengelernt, eine sehr tolle Managerin, die Margarete Schramböck. Und wir haben ja sehr, sehr eng zusammengearbeitet. Ich habe sehr, sehr viel von ihr gelernt. Und ich glaube, das war, wie Sie sagen, auch die Paarung war sehr interessant. Sie direkt aus der Wirtschaft als CEO und ich komme halt aus der öffentlichen Verwaltung und habe viel Erfahrung mit den politischen Systemen. Also wir haben sehr, sehr gut zusammengepasst und das war wirklich, waren sehr, sehr tolle 1,5 Jahre mit der Margarete Schramböck zu arbeiten. Sie ist ja sehr fordernd, also wir haben sie ja auch, ich habe sie so kennengelernt, dass sie ganz einfach sehr, sehr viele Ideen mit sich trägt und sehr viel Umsetzung verlangt. Also sie ist nicht jemand, der nur über sozusagen Umsetzungen spricht, sondern sie will sie dann auch sehen. Deine Rolle war ja Kabinettschef und Generalsekretär, das heißt in Wirklichkeit warst du und bist jetzt auch als Kabinettschef der oberste Manager des Hauses, eines Ressorts, das doch sehr viele Aufgaben war. Das ist doch eine manchmal auch von außen hin nicht so wahrgenommene Managementaufgabe, weil ich weiß nicht, wie viele Unternehmen es gibt in solchen Größenordnungen, wie Ministerien sind. Wie stellt sich da sozusagen diese Managementaufgabe oder die täglichen Herausforderungen deiner Arbeit, wenn so ein großer Apparat jetzt nicht nur jetzt sozusagen inhaltlich, sondern auch führungsmäßig eigentlich zu führen ist? Ja, das ist immer ganz spannend. Ich habe ganz viele Kollegen, die auch in der Wirtschaft sehr, sehr gute Funktionen haben. Denen ist das eigentlich, oder wenigen ist bewusst, dass in einem Ressort, also unser Ressort ist sicher nicht das größte, aber wir haben in der Zentralstelle, ich glaube, um die 800 Mitarbeiter und mit den nachgelagerten und ausgegliederten haben wir über 3000 Mitarbeiter. Also da ist schon eine gewisse Verantwortung damit verbunden. Also das, ich habe also 60 Stunden in der Woche immer gearbeitet. Ich habe ganz viele Termine gemacht und Roland, du weißt das ja, also die Herausforderung im Wirtschaftsministerium war ja, diese geniale Idee, nämlich Digitalisierung mit Wirtschaft zu verknüpfen, auch in einer Ressortstruktur abzubilden, die dann funktioniert. Also wir haben ja in den ersten Monaten eine Aufgabenkritik gemacht, also im Wirtschaftsministerium ist seit 16 Jahren keine Strukturveränderung passiert und wir haben gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine neue Struktur im Ressort aufgesetzt, die jetzt immer besser funktioniert. Und das war natürlich, danke auch für deine Unterstützung, mit viel Arbeit verbunden, aber da haben wir, ja, da habe ich ein paar Mal schlecht geschlafen. Ja, also ich kann mir vorstellen, sozusagen ein neues Thema, das auch im Fokus vom Kanzler ist. Also Sebastian Kurz hat ja selbst Digitalisierung immer auch als seinen Schwerpunkt gesehen. Es wurde ja auch dieses Jahr, das Digitalisierungsjahr, als diese Herausforderung für uns alle deklariert. Aber trotzdem ist es wahrscheinlich total schwierig, solche Strukturen aufzubauen, nicht? Und diese Herausforderungen wahrzunehmen, damit man ein ganz neues Themenfeld besetzt. Und sozusagen, ich finde es total schwierig, jetzt aus einem Regierungsprogramm das strukturell herunterzubrechen, nicht? Und ich glaube, das ist ja, glaube ich, ein Thema, das nicht so einfach zu lösen ist, aus einem politischen Statement heraus dann die Funktionen und Strukturen abzubilden. Und das wird manchmal meiner Meinung nach von außen auch falsch eingeschätzt. Es wird zuerst das Beamtentum hingestellt und ich glaube, da ist wirklich Knochenarbeit und Managementaufgabe notwendig. Vielleicht, um diese Digitalisierung noch ein bisschen zu beleuchten, wie hast du erfahren, diese Herausforderung quasi Stammhaus mit Wirtschaftsagenten und Digitalisierung, neues Thema, wo die Ministerin eigentlich sehr, sehr stark einen Fokus drauf hatte? Also es war natürlich eine gewisse Überredungskunst dabei. Das Wirtschaftsministerium war ja früher sehr geprägt durch das Thema Energie und Tourismus. Das hat sich ja jetzt dann mit der Regierung Kurz geändert und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die geblieben sind. Also das Haus ist ja nach wie vor ein großes Haus. Mitzugeben, dass wir in Wahrheit die größte Aufgabe für den Wirtschaftsstandort vor uns haben, nämlich unsere Zielgruppe, unsere Kunden
die österreichischen Unternehmerinnen und Unternehmer vorzubereiten zum Thema Digitalisierung. Und das Tempo ist ja, ich glaube, das brauche ich Ihnen nicht erzählen, rasend schnell. Und hier auch von der Regierungsspitze her Rahmenbedingungen zu geben und hier auch eine Lead-Funktion in Europa zu übernehmen. Also das war und ist noch immer unser Anspruch und da werden wir auch noch weiterarbeiten. Ich glaube, dass es eines der wichtigsten Zukunftsthemen sind, die wir derzeit wirtschaftspolitisch abarbeiten müssen. Von außen hat man oft den Eindruck, und ich selbst kann das ja bestätigen, dass viele Dinge in der Vergangenheit, sei es jetzt an Koordinationsprozessen, an Verwaltungsprozessen, an politischen Prozessen, sehr, sehr lange gedauert haben, bis sie dann umgesetzt wurden. Also ich denke nur zum Beispiel an die Überarbeitung der Lehrberufe und anderes. Warum ist dann eigentlich sozusagen manches so schnell über die Bühne gegangen? Man hat dann den Eindruck, dass plötzlich, sage ich mal, gordische Knoten gelöst wurden, wo man vorher 2, 3, 5 Jahre gebraucht hat. Plötzlich ist das in Monaten erledigt gewesen. Wie hat man das gemanagt? Wie hat man das ermöglicht? Also ich glaube, in jedem Unternehmen ist ja auch das Gleiche. Es beginnt immer beim Kopf an. Wenn ein Chef da ist, der auch sein Regierungsteam so steuert, so unterstützt, dass die Projekte umgesetzt werden, dann funktioniert das. Es hat aber was Neues gegeben in der Regierung Kurz, wo wir uns intern sehr, sehr gut koordiniert und abgestimmt haben, nämlich das waren die Einführung der neuen Generalsekretäre, die praktisch mit einem Weisungsrecht in den Ressorts arbeiten durften. Und hier vor allem beim Thema Digitalisierung haben wir sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Da gab es klare Vorgaben von ganz oben und die Generalsekretäre haben das auch in den Häusern gemeinsam koordiniert und abgesprochen. Wir haben super mit dem BMI zusammengearbeitet. Roland, du kennst die Vorgängerregierung und ich war auch 4 Jahre unter einer rot-schwarzen Regierung tätig. Also da gab es immer diese Streitereien zwischen BMI, BKA, BMF, auch was das Thema Digitalisierung betrifft. Das haben wir überwunden. Wir haben uns klare Ziele gesetzt und einige Projekte jetzt schon super auf Schiene gebracht. Ich sage nur unsere App mit Österreich gefordert, wo wir vom E-Government zum Mobile Government geswitcht sind. Also wir haben weltweit jetzt, glaube ich, eins gefunden, das ähnlich ist, aber wir sind da wirklich sehr, sehr gut unterwegs und haben da Markenzeichen gesetzt für die Zukunft. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema auch, dass diese Dinge nicht auf die lange Bank geschoben werden, sondern dass man da schnell vorankommt und das entsprechend auch setzt. Ein Thema ist auch das Thema digitale Kompetenzen, wo große Herausforderungen sind. Da ist auch, glaube ich, einiges passiert in den letzten Jahren. Was waren da die Schwerpunkte? Ja, das Spannende ist ja, also die ersten Veranstaltungen im Wirtschaftsressort waren immer super spannend. Ich habe immer gedacht, alle werden jetzt mit dem Thema Bürokratieabbau auf mich zukommen, alle Unternehmer. Ja, natürlich war das auch ein Thema und da gab es auch einige Dinge. Ich habe es, glaube ich, gestern mit einem ehemaligen Reformminister diskutiert. Aber das größte Thema, was draußen derzeit ist, aber das brauche ich, glaube ich, heute auch nicht erwähnen, ist das Thema, wie kriege ich ordentliche Fachkräfte und wie kriege ich die Skills der Zukunft? Und da ist das Thema Digitalisierung und digitale Kompetenz natürlich ein Kernthema für uns. Wir alle wissen, dass wir bei dem Thema Digitalisierung einen irrsinnigen Wandel haben. Es werden Jobs leider verloren gehen, aber aus unserer Sicht werden ungleich mehr Jobs entstehen. Die Frage ist ja, wie bilden wir uns aus? Wie bilden wir unsere Kinder aus, um praktisch in diese neue Welt zu kommen? Und wir haben jetzt einmal gestartet mit einem Verein, wo die großen Leitbetriebe dabei sind, wie Mondi, Raiffeisen, Siemens, Post und, um das Thema digitale Kompetenz einmal abzuarbeiten. Wir haben einmal in Wahrheit ganz vorne begonnen, nämlich so, wie man es bei der Sprache macht. Ja, wenn man als Unternehmer einen Mitarbeiter aufnimmt, dann möchte man ja wissen, welche Englischkenntnisse er hat. Und da gibt es ja diese schönen Einstufungen A bis C. Da sieht man auch ganz genau, in welchem Niveau er ist. Und das wollen wir auch bei der digitalen Kompetenz jetzt haben, dass ihr praktisch als Unternehmer dann seht, wie die Mitarbeiter schon ausgebildet sind und wo es noch Unterstützung braucht, hier den digitalen Wandel
zu begegnen. Aber und der Verein läuft sehr, sehr gut. Wir haben schon einige Aktionen gesetzt, auch beim Thema Generation 60 plus. Man möchte gar nicht glauben, welche soziale Geschichten damit verbunden sind, dass da eine Oma, wie erzählt, sie kann jetzt mit ihrer Enkelin aus London WhatsAppen. Also es ist nicht nur auch, wie soll ich sagen, harte Business-Arbeit dahinter, sondern es ist auch mit dem Thema Digitalisierung, digitale Kompetenz auch eine soziale Komponente dahinter, die uns ganz, ganz wichtig ist. Aber da sind wir wirklich noch ganz am Beginn und dann brauchen wir auch alle Unterstützung und das kann sowieso eine Regierung nicht alleine machen, sondern da brauchen wir ganz viele Partner. Ich finde ja toll, dass man sozusagen das sehr breit anlegt, also nicht nur das Thema Fachkräfte, sondern eigentlich bei den Basiskompetenzen beginnt und da wirklich einen breiten Zugang schafft. Aber das Ressort hat ja nicht nur Digitalisierungsthemen, sondern vertritt ja eigentlich die Anliegen der Wirtschaft neben der Digitalisierung. Sind ja das die Kernaufgaben? Was sind da so die Themen, die jetzt aus dem, sage ich, eher Wirtschaftszweig des Ressorts kommen? Eine der Kernaufgaben unseres Hauses ist natürlich, wir sind zuständig für die Gewerbeordnung. Ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, vor allem wenn wir an die duale Ausbildung denken. Ich habe ganz viele Termine machen dürfen in der Ratspräsidentschaft und wir werden da wirklich beneidet von unseren Kolleginnen und Kollegen in der Europäischen Union, dass wir praktisch eine Lehre haben, eine duale Ausbildung. Und das ist, glaube ich, auch für die Zukunft ganz, ganz wichtig, hier weiter zu tun. Wir brauchen die Fachkräfte. Das ist jetzt auch ein durchgängiges Modell, dass ich mit Lehre danach alles machen kann. Also es gibt keine gläserne Decke. Ich kann auch die Lehre nach der Matura machen. Also hier müssen wir dringend weiterarbeiten. Wir haben jetzt alle 200 Lehrberufe auch umgearbeitet und mit einem digitalen Element versehen. Da gibt es ganz spannende Themen, wie zum Beispiel, ich habe ein kleines Unternehmen bei mir in der Steiermark in Hartberg, den erwähne ich immer, den ging es nicht besonders gut. Der hat dann einen digitalen Kachelofen entwickelt und seitdem er das hat, also man kann sich online seinen eigenen Kachelofen zusammenstellen, hat er Aufträge und das Unternehmen geht super. Und das sind eine von den positiven Geschichten, die wir auch erzählen. Das ist sicher eins unserer Kernthemen. Ein weiteres ist natürlich, wir sind für die Handelspolitik zuständig. Und das wird in Österreich so ein bisschen unterschätzt, wie wichtig das ist. Vielleicht nur eine Zahl, das Thema Export, also 6 von 10 Euros, die wir verdienen, verdienen wir durch den Export. Also indirekt hängt in Wahrheit in Österreich jeder zweite Job an Exportaktivitäten. Und wir haben ab und zu eine sehr, sehr schwierige Position, wenn wir über das Thema Freihandel reden. Ja. Also hier würde ich mir sehr oft eine fachliche, orientierte Diskussion wünschen. Wir haben uns das jetzt auch oft gesehen in den Verhandlungen mit den Amerikanern, wie schwierig das geworden ist und wir brauchen privilegierte Partnerschaften. Und wir konnten Gott sei Dank jetzt auch in unserer Ratspräsidentschaft eines der größten Freihandelsabkommen abschließen mit Japan. Das wird uns nach vorbringen und wir haben weitere auch in der Pipeline. Ich weiß schon, dass man hier differenziert diskutieren muss, aber das Thema Export ist für den Wirtschaftsstandort Österreich enorm wichtig und hier müssen wir auch klar sein, dass unser Wohlstand Großteil auf unsere Exportaktivität gebaut ist. Ich glaube, das ist gar nicht so bewusst, dass sozusagen das Wirtschaftsministerium, wenn wir es jetzt einmal so nennen wollen, auch für diese ganzen Verhandlungen und auch für diese Abkommen zuständig ist. Ich glaube, da gibt es ja auch einen großen Teil, wo man über Memorandum of Understanding versucht, auch Projekte aufzusetzen mit anderen Ländern, um das auch sozusagen anzufeuern, bevor man sozusagen in konkrete Verträge gibt. Und da ist das Ressort eigentlich auch eines derjenigen, die versucht, hier innovative Lösungen in andere Länder zu bringen. Das heißt, du siehst eigentlich sehr stark diese Kombination Digitalisierung und Wirtschaft als Bereicherung in dem Ressort und in der Aufgabenstellung und nicht unbedingt als Konkurrenz, nehme ich jetzt einmal an. Nein, überhaupt nicht. Also ich glaube, es gibt kaum ein Unternehmen, das sich nicht mit dem Thema Digitalisierung befasst oder in der Zukunft befassen wird. Also ich glaube, das ist der Schlüssel für unseren Wirtschaftsstandort. Das ist Forschung, Innovation. Das hängt alles mit dem Thema Digitalisierung
Das ist in Wahrheit eine geniale Kombination, die man aus meiner Sicht stärken und beibehalten sollte. Das Ressort ist aber auch noch für andere Teile zuständig. Also jetzt haben wir schon Digitalisierung, den ganzen Wirtschaftsteil, Förderungen sind auch ein Thema. Förderagenturen, große Förderagenturen, ist das Ressort auch Eigentumsvertreter, gemeinsam teilweise mit BMFIT und anderen. Was sind da so die Schwerpunkte? Warum geht man in Förderungen stärker? Also wir sind im Ministerium auch zuständig für die angewandte Forschung und wir teilen uns die Forschungsförderungsgesellschaft mit dem BMFIT und auch die AWS. Was sind die zwei großen Aufgaben bei der Forschungs-, bei der FFG? Sind wir natürlich auch sehr dahinter, auch hier das Thema Digitalisierung und vor allem das Thema Innovation anzuschieben. Ich glaube, nur ein innovativer Wirtschaftsstandort kann ein guter sein. Da sind wir in Österreich sehr, sehr gut, also was das Thema Forschung betrifft, mit einer Forschungsquote von über 3,19%. Da sind wir, glaube ich, unter den Top 3 in Europa. Also das passt schon. Wo wir ein bisschen besser werden müssen, ist beim Thema Innovation Leader, also wir kriegen unsere hohen Forschungsausgaben nicht ganz so gut runter am Markt, so wie das andere Länder schaffen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und der zweite Punkt ist die AWS, die natürlich unsere Unternehmen unterstützt mit einem Garantiesystem. Und natürlich auch die Startup-Szene ist uns auch ganz, ganz wichtig. Das wird hier über die großen über die Förderagenturen abgewickelt, die auch zu unserem Haus dazugehören. Ein weiterer Punkt ist, der manchmal kritisch betrachtet wird, ist die Frage Wirtschaftskammer. Gibt es immer viel Diskussion über die Frage, wie positioniert man die Wirtschaftskammer? Das Ressort ist aber auch zuständig für die Wirtschaftskammer, ist oberste Behörde, rein formal. Wie wirkt da das Ministerium auf die Wirtschaftskammer bzw. die Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer? Also es funktioniert in einem sehr, sehr guten Einvernehmen. Also wir müssen ja die Kräfte bündeln und stärken. Also ohne die Wirtschaftskammer, wir haben auch gemeinsame Projekte wie zum Beispiel Go International, wo wir im Ausland gemeinsam an den Botschaften oder teilweise eigene Büros haben, die uns unterstützen bei den Exportaktivitäten. Also das ist eine sehr, sehr gute Symbiose und hat in den letzten 1,5 Jahren super funktioniert. Es gibt natürlich immer welche Reformbemühungen, das macht der Karl-Heinz Kopf und der Tamara auch, die wir im Haus machen müssen, aber das ist Daily Business, aber das läuft gut. Dann gibt es noch eine Aufgabe im Ministerium, die, glaube ich, jetzt mit unserer Ministerin etwas transparenter geworden ist, nämlich auch die Zuständigkeit für das Kulturerbe oder kulturelles Erbe, Bundesgebäude, auch Schönbrunn, ja, also auch der Tiergarten gehört zu unserem Haus. Was sind da eigentlich die Aufgaben unseres Hauses? Ja, das sind ganz schöne Dinge, die wir da verwalten. Also wir sind ja, also die Wirtschaftsministerin ist auch für ganz viele Schlösser zuständig, für das Schloss Schönbrunn, für die Machfeldschlösser, für das Belvedere und, für die Hofburg. Also das ist erstens spannend, das kulturelle Erbe zu erhalten. Und der zweite spannende Punkt ist natürlich, das ist ein Isinger Tourismusmagnet. Also wir haben im Schloss Schönbrunn, glaube ich, pro Jahr über 2 Millionen Besucher. Großteil auch aus Asien. Der Tiergarten ist seit Jahren der beste Tiergarten in Europa und ist für Wien, glaube ich, und auch für Österreich eine große Nummer. Überhaupt, wenn man Kinder hat, dann muss man in den Tiergarten gehen. Ich genieße es selber sehr. Also hier versuchen wir auch einerseits das Erbe zu erhalten, aber auch touristisch so attraktiv zu sein, um auch unsere Geschichte rund um das Thema Habsburger auch deutlich zu zeigen. Also ich glaube, jetzt haben wir einen sehr großen Bogen gespannt und ich hoffe, dass Sie ein bisschen Eindruck bekommen haben, was sozusagen eine Führungsaufgabe in einem Ministerium ist mit einer sehr breiten Aufgabenstellung. Abschließend vielleicht noch eine andere Frage, die jetzt gar nicht unbedingt nur auf unser Ressort abgestimmt ist, sondern das Thema Europäische Union, die ist wieder sehr stark momentan jetzt in den Medien mit der Postenvergabe, mit der Neuaufstellung der Kommission. Aber wie siehst du die Entwicklungen der EU?
in einem so dynamischen Markt, wie wir derzeit sind, wo sich auch die Gesellschaft sehr rasch verändert, also durch die Digitalisierung, durch andere Entwicklungen, sind wir da in einer totalen Dynamik. Und ich habe vor kurzem den Homo Deus mir zu Leibe geführt, wo man gedacht hat, also Wahnsinn, wenn es dann einmal darum geht, sozusagen in dieser Dynamik nicht nur Märkte, sondern auch gesellschaftliche Veränderungen zu begleiten. Wie siehst du da die Europäische Kommission in ihrer Stellung, wie sie derzeit ist, in ihrer Entwicklung, beziehungsweise wo glaubst du, muss sich die noch hinentwickeln? Also ich glaube, es ist kein Geheimnis, wenn ich sage, ich bin ein glühender Europäer, so wie sicher alle hier. Also die Europäische Union ist ja also nicht mehr wegzudenken. Sie macht vieles gut, aber man darf sie auch kritisieren. Und da gehöre ich auch dazu. Und ich habe ab und zu die Erfahrung gemacht, wenn ich europakritisch war, hat man gleich gemeint, er mag das ganze System, die ganze europäische Idee nicht. Das stimmt nicht. Ich glaube, nur wenn man auch fachlich kritisch manche Abläufe sich anschaut, kann man besser werden und kann man die Europäische Union noch weiterentwickeln. Und das muss erlaubt sein. Das Thema Brexit hat uns gezeigt, dass wir hier, also es waren nicht nur die Briten schuld, sondern war auch die Europäische Union schuld, dass so weit gekommen ist. Das schmerzt noch immer sehr und wird noch schmerzen. Aber hier muss es erlaubt sein, auch manche Dinge zu hinterfragen. In der Ratspräsidentschaft haben wir sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht, wo wir gesehen haben, dass die Europäische Union also ein bisschen ein kritisches Element dringend braucht. Ich hoffe, dass das jetzt mit der neuen Kommission dann auch so auch weitergedacht wird. Da gibt es ganz viele Dinge, die man reden könnte. Also die Europäische Union, die muss bitte nicht, und ich war auch dort dabei, wo wir dagegen gestimmt haben, für die Farbe der Pommes frites zuständig sein, sondern die muss zuständig sein, auch für die großen Fragen. Ich habe es für ganz schlimm gefunden in der Migrationskrise, dass der damalige oder der jetzige Ratspräsident Tusk gemeint hat, er weicht nicht vom offiziellen Sitzungskalender ab in der ersten Phase, er sieht da keine Notwendigkeit. Also hier muss man schon agiler werden und auch hier auf die Bedürfnisse der Menschen hinwirken. Und es gibt auch beim Thema Regulatorik einiges. Also ich habe das ganz toll gefunden, dass wir in Österreich, ich glaube, wir in den ersten Monaten, aber das hat gestern sicher der ehemalige Bundesminister Moser gesagt, ich glaube, da über 1000 Rechtsvorschriften uns angeschaut und etliche gestrichen. Also wenn man das in der Europäischen Union sagt, dass man Rechtsvorschriften sich anschaut und vielleicht sogar streicht, dann wird man auch kritisch mal betrachtet. Aber aus meiner Sicht, das braucht es. Ja. Um über beim Thema, was wir gesprochen haben, Digitalisierung, es wird so schnell und die Rahmenbedingungen werden sich auch ändern. Also wenn wir, noch einmal, wir brauchen diese europäische Idee, um nicht zerrieben zu werden zwischen Amerika und China. Hier sind wir stark, hier müssen wir noch stärker werden, aber es braucht auch eine gewisse Kritikfähigkeit hinter den Kulissen, einige Dinge auch schneller zu machen, besser zu machen und einige Dinge, wo man der Meinung ist, die gehören geändert, dass man die auch ändert. Vielen Dank. Ich glaube, es ist ein toller Abschluss mit diesen europäischen brennenden Worten und auch diesen Überblick, den wir von deiner Arbeit bekommen haben, vom Ministerium und von deiner Managementaufgabe, wenn ich das noch aufgreifen darf. Und ich würde jetzt einmal sagen, Dankeschön für das Gespräch und wir stehen dann noch für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung.